Liebe Zuschauer, zum ersten Mal nicht im Schlagermagazin, aber auf der Bastei Juliane Wedding. Juliane, ich grüße dich erstmal. Hast du gut hergefunden? Ein netter Fahrer von euch hat mich hergeleitet und hergefahren vom Flughafen Dresden aus. Aber ich selber hätte es wahrscheinlich nicht gefunden. Es waren 1000 Abzweigungen. Konntest du ein bisschen was sehen von der schönen Gegend hier? Die Landschaft ist absolut hammermäßig. Ja, du bist doch naturverbunden, schöner als in so einem staubigen Studio, oder? Ja, definitiv, keine Frage. Jetzt wollen wir gleich ein bisschen in der Vergangenheit kramen, aber vorher will ich dich noch was fragen. Du bist ja mal ausgestiegen. Kommst du denn heute besser mit der Scheinwelt des Showbusiness zurecht? Also ausgestiegen kann man eigentlich nicht so wirklich sagen. Ich habe mal ein Jahr Pause gemacht, aber ein Ausstieg würde für mich definiert etwas länger dauern. Jedenfalls, ich bin viel rumgereist, habe mir viele Sachen angeguckt und neue Dinge vor allen Dingen gelernt und habe gemerkt, es gibt das normale Leben, was man im Showgeschäft nicht so mitbekommt, weil es ist ja immer ein bisschen aufgebrezelt und ein bisschen hysterisch. Ja. Und im normalen Berufsleben ist es nicht. Und ich kannte das damals nicht und habe versucht, mich da so ein bisschen rein zu schnuppern und rein zu gleiten. Und das ist mir auch ganz gut gelungen. Und dadurch, vielleicht stehe ich dadurch ein bisschen fester auf dem Boden. Jetzt wollen wir auch ein bisschen in deiner musikalischen Vergangenheit kramen. Na dann kramen wir. Machen wir. Schön. Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst, ein Mädchen kann das nicht. Schau mir in die Augen, dann schau in mein Gesicht. Juliane, du hast ja auch mal eine ganz andere Karriere eingeschlagen als Heilpraktikerin. Was macht denn der Job? Das stimmt. Das übe ich im Moment nicht aus. Ich habe es mir ein bisschen auf später verschoben, weil ich... Doch wieder mehr Lust auf Gesang, glaube ich, ne? Das schon, aber ich möchte bestimmte Voraussetzungen schaffen für die Heilpraxis, weil ich denke, dass es schwierig ist, alleine in einer Praxis zu sein, wenn man noch andere Dinge macht und auch... Die Kontrolle darüber, ob das, was man mit dem Patienten macht, tatsächlich anschlägt. Ich würde gerne später mit mehreren Heilpraktikern, Naturheilkundlern oder auch Ärzten in einer Klinik arbeiten, die sich hauptsächlich auf Naturheilkunde spezialisiert, wo die Leute ein, zwei Wochen bleiben, weißt du, und jeder macht... arbeitet mit, jeder in seinem Ressort. Der eine macht Homöopathie, der andere macht Psychotherapie, der dritte macht Ernährungsheilkunde. Gibt es denn genau einen Zeitpunkt, wo du sagst, jetzt höre ich auf jeden Fall auf und mache was ganz anderes? Oder sagst du, lass ich erstmal laufen, wie es läuft? Also so, ich bin jemand, der sich selber ungerne Grenzen setzt. Ich sage, ich schaue, wie die Zeiten sind. Was ist denn auf der Bühne los bei Juliane Wedding? Also ich gehe auch mal hin und sage mir, Mensch, jetzt mache ich mal auf der Platte sowas West Side Story mäßig, auf der Bühne singe ich Beatles, Oldies. Singst du auch mal was anderes von anderen Kollegen, sag mal was nach oder so? Also ich habe jetzt für diese Tour einen Teil eingebaut, so mit alten amerikanischen Songs, so Mamas and the Papas. Und schön. So hübsche Oldies, kann man Monday, ja sagen. Monday, Monday. So was, ja. Ne? Wie kommt man auf eine solche Zeile, Land der langsamen Zeit? Was verbirgt sich dahinter? Habe mich gleich gefragt, man liest das, tolle Zeile, sagt ihr, was ist das eigentlich? Immer bei dir so mystisches, übersinnliches. Was ist das, ja. Ich denke, dass jeder das, was damit gemeint ist, auch kennt. Wenn man in sich geht, wenn man so ein bisschen vor sich hin träumt und so halb in Trance ist, dann vergeht die Zeit viel langsamer. Du bist auch gerade eine Tournee. Wie lange ist sie? Also ich werde jetzt circa 3 Wochen unterwegs sein und dann kommt noch ein Nachzüglertermin in München hinzu, der ist erst im April. Da wünsche ich dir viel Glück für die Tournee. Danke. Und wir stimmen die Zuschauer des Deutschen Schlagermagazins mal richtig auf Juliane Wedding ein. Ein schöner Titel, Land der langsamen Zeit.
Deutschland der langsamen Zeit. Tausend Träume weit. Kennst du den Weg zum inneren Licht? Dort gibt es nur noch dich. Tu nur das, was deine Seele sagt. Das Land, das glücklich macht.